So, jetzt geht's um Tony Hawk Shred. Der zweite Teil mit dem Board. Ja, auch hier. Manche fanden es gut, manche fanden es nicht so gut. Ja, hier sieht man wieder das Board. Ja, und dieses Spiel hat natürlich auch ihr eigenes, ja, ihren eigenen Controller. Aber man kann auch diesen Controller, also diesen Skateboard-Controller, kann man nutzen, um Tony Hawk Shred zu zocken. Man braucht nicht extra beide. Na, hier die CD. Und hier das Buch, was um einiges dicker ist als das von Tony Hawk White. Jo. Jetzt nochmal mit dem Board. Ja, das war's dann.